Ja, hallo und herzlich willkommen zum letzten Walkthrough und zwar mit der Derek-Route von. Welchem Spiel war das nochmal? Wie hieß es denn noch gleich? Ach ja, Realista Plus. Jo, wieder im Schnelldurchlauf werden wir nur die Szenen lesen, die ihr noch nicht kennt. Ja, so sieht's aus. Und, wir wollen jetzt Derek erobern, dafür müssen wir blöd sein und gut aussehen. Na gut, dann nehmen wir nur um ein nettes Gespräch bitten. Ah, genau. Ja, Es würde mir nichts genau. ausmachen, mich mit dir im Einkaufszentrum zu treffen, aber ich glaube nicht, dass wir bereits so ein Verhältnis haben, dass man es als Date bezeichnen könnte. Ich verstehe. Dann nur als Freunde, richtig? Ja, nur als Freunde. Cool. Wir reden über die Details später. Deine E-Mail-Adresse ist im Schülerverzeichnis, richtig? Ja. Dann bleiben wir in Verbindung. Er winkt mir zu, bevor er zurück in die Sporthalle geht. Wir sehen uns später, Meruye. Das kennen wir Ja. schon. Ja. Genau. Und was mussten wir skillen? Social-Ruf, Das weil er ist ja kennen. super weh. Du wolltest mit mir über etwas reden. Ja. Das kennen wir schon. Also, wir Okay. sollen auf keinen Fall an unserem Projekt arbeiten. Dann heißt das, wir Also gehen verdienen wir. Geld, weil wir brauchen viel Ja. Geld. So sieht's aus, Leute. Ja. Ja, Doch, das gibt hilft. viel Man gibt mehr Geld. Geld. Und was brauchen wir? Social Rap, also für Fernsehen, oh Gott. Verblödung, Verblödung. Ja, so ein bisschen schon, ne? Ist Ja, auch irgendwie ein bisschen und dann würde ich sagen, vorurteilsfrei. ja, aber ich würde sagen, dann gehen wir jetzt auch schon mal in die Stadt, weil wir müssen ja jetzt erstmal auch treffen, ne? Nein, du gehst noch mal arbeiten. Am nächsten Tag. In die Sporthalle gehen. Ich habe mich Ist dran. gefragt, ob heute ein guter Tag ist, um zu reden. Oh ja, kein Problem. Das können wir schon. Gib mir nur eine Sekunde, um zu duschen und mich umzuziehen. Ich bin direkt da. Ich komme nicht wirklich oft hierher. Das kennen wir Warum doch nicht? alles schon hier. Magst du es nicht? Naja, ich bin nicht wirklich so der Gesellschaftstyp oder so. Ich bevorzuge es, nur ein paar enge Freunde zu haben. Nein, das ist neu. Das ist eine interessante Ansicht. Magst du es nicht, zu Hause zu bleiben und bloß zu entspannen oder Spiele zu spielen oder so? Du meinst sowas wie Brettspiele oder so etwas in der Art? Naja, ich dachte eher an Videospiele. Oh, dann bist du also eine Gamerin? Obwohl ich glaube, andere Spieler würden das anders sehen. Ja, das kennen wir jetzt aber schon. Wir sollten ihm sagen, dass es nichts ist. Tut mir leid, dass ich deine Zeit verschwendet habe. Wir konnten zusammen rumhängen. Ich finde, das ist cool genug, eine Zeitverschwendung gewesen zu sein. Wir sollten das irgendwann nochmal tun. Klingt gut. Wir verabschieden uns voneinander und gehen getrennte Wege. Jetzt Guck mal, müssen wir dann das wurde er Kleid nicht als nächstes vom. kaufen. Ja, dann wurde er Nee. nicht vom Handy irgendwie gedings. Wir werden ja auch jedes Mal cooler, indem wir mehr Fernsehen Ja. gucken. Jo, wie geht's Ach, dir? oh, das ist ja mal neu hier. Geht Wie nicht mein weg. Haar. Nicht schlecht. Ich bin froh, dass du hier bist, um mich zu sehen. Ein hübsches Mädchen in der Nähe zu haben, bringt mich immer dazu, besser zu spielen. Dreck geht zu seinen Freunden und ich sehe bla bla. Ich sehe Blabla. Bla Sehr gut. Sehr bla gut. bla. Ja, wir müssen das Kleid kaufen. Und wir Hey, treffen Derek. Mary! Oh, hey, Derek, wie läuft's? Wir können das Kleid nicht kaufen. So, das Eis ist das hier schon und hier sollten wir Genau. ablehnen, ne? Ja.
Hey, ich bin in der Lage, mir mein eigenes Eis kaufen zu können, weißt du? Schön, schön, ich verstehe dich. Unabhängige Frau und so. Es ist nicht so, als würde ich das Angebot nicht zu schätzen wissen. Es ist wirklich sehr nett von dir, aber ich bin zufrieden mit dem, was ich mir leisten kann. Das ist eine bewundernswerte Eigenschaft. Ist es das? Es ist einfach etwas, was ich wirklich tue. Derek und ich laufen nebeneinander, bla bla, das kennen wir schon eigentlich. Wir machen uns auf dem Weg zur Ice Cream Factory und ich starre durch das Glas auf die Geschmackssorten, die sie im Moment anbieten. Oh, Erdbeerkäsekuchen. Ich hole ein paar Geldscheine aus meiner Geldbörse und gebe sie dem Kassierer. Erdbeerkäsekuchen in der Waffel, bitte. Der Kassierer gibt mir mein Wechselgeld und serviert eine wunderschöne weiße Eiskugel mit roten und pinken Stückchen. Derek kommt kurz danach zu mir mit einer Eiswaffel in der Hand. Welche Sorte? Er nimmt einen Bissen und lässt ihn in seinem Mund schmelzen. Dabei nickt er nachdenklich. Etwas, das holländische Schokolade heißt. Aber um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was es anders von normaler Schokolade macht. Er grinst mich an. Aber ich beschwere mich nicht. Lecker ist lecker schließlich. Willst du etwas? Nun, du hast mich dich nicht einladen lassen. Probier wenigstens etwas von meinem. Ansonsten fühle ich mich so schuldig. Ha, na gut, wenn es dir denn besser geht, na schön. Ich lächle ihn aufziehend an. Aber ich bringe hier wirklich ein Opfer für dich, weißt du? Natürlich, es muss so schwer für dich sein. Bevor ich antworten kann, legt Derek seinen Arm um mich und zieht mich näher heran. Hier, probier mal. Er hält seine Eiswaffel an meine Lippen und zögerlich probiere ich. Es ist kalt an meinen Lippen, aber mir ist so heiß, dass es fast sofort schmilzt. Gut, oder? Ja. Derek kichert und hält mich fester. Es ist okay, du kannst mehr haben, wenn du willst. Hallo. Es ist okay. Voll Du im kannst ruhig Flow. mehr haben, wenn du willst. Ist das wirklich okay? Hey. Ich biete es dir ja an, oder nicht? Ich mache einen weiteren kleinen Bissen. Dieses Mal genieße ich den süßen Geschmack von dem Eis. Ja, beweg dich nicht. Derek wischt ein bisschen Eis von meinen Lippen. So, Er lässt bitteschön. mich endlich los aus seinen Armen. Danke, obwohl du das wirklich nicht hättest tun müssen. Tut mir leid, ich habe nicht nachgedacht. Aber ich habe dich gewarnt, dass ich ziemlich stürmisch bin. Du hast spontan vergessen zu erwähnen. Das auch. Das kennen wir jetzt doch aber schon hier. Aber es geht nicht weg. Ach so, beim letzten Mal hat er nicht gesagt, dass es seine Eltern sind. Ja. Das müssen wir ja nun nicht noch wissen. Das wissen wir ja schon. Warte, Derek! Er verschwindet in der Menge von Leuten, bevor ich ihm sagen kann, dass er sein Handy vergessen hat. Er hat sein Handy vergessen. Ich schaue runter auf sein Handy. Es ist eins der neuen Modelle. Glatt glänzend, großer Bildschirm, Internetverbindung. Der Bildschirm blinkt plötzlich auf und informiert mich, dass ich eine neue E-Mail habe. Der Absender ist Phantasdion Games Portal. Das ist die Seite, die Rivenfell Online betreibt. Derek! Ich habe mein Handy vergessen. Ja, ich stecke es zurück in seine Hände. Er schaut auf den Bildschirm und seufzt. Hast du es gesehen? Ja. Ich schätze, es war nur eine Frage der Zeit. Du spielst Rivenvale Online? Derek seufzt erneut. Tue ich. Es ist ein bisschen peinlich. Meine, solche kleinen Spiele sind nicht direkt das, was ich spielen sollte. Warum nicht? Man wird nicht mehr als Nerd angesehen, wenn man Videospiele spielt. Meinte meine Eltern. Sie denken, dieses Zeug zerstört mein Gehirn.
Tut es das? Wer weiß. Das fängt ja auch noch damit an. Jedenfalls muss ich jetzt gehen, bevor sie die Polizei rufen oder so. Danke, ja, dass du es weggeklickt hast. Ja, wir sehen uns in der Schule. Bis später. Derek spielt also auch Rivenwell Online. Das lässt allerdings nur eine Frage offen und ich bin nicht sicher, ob ich sie stellen möchte. Wirst du aber am Ende. Statt wie sieht denn unsere Stadt 24 aus? Erst. Wer verblödet uns TV? Jetzt gibt's Anschiss. Brauchen wir denn noch Geld? Nee, wir müssen einkaufen gehen. Dazu kamen wir ja bislang gar nicht zum Einkaufen, weil wir immer gleich von Derek hier eingequatscht wurden. Einmal das Abendkleid. So, und dann wahrscheinlich das hier, ne? Das hatten wir noch gar nicht. Ah, was haben wir gerade angewählt? Hast, das Tanktop brauchen wir. Und die Capri-Hose. Wofür wir kein Geld mehr haben. Gut. Also müssen wir noch mal ein bisschen Geld anhäufen. Ja, das kennen wir ja auch schon. Ne? Der holde Ritter. Wir gucken weiter, Hartz IV TV. Yeah! 38 erst. 51 müssen wir kommen. Jetzt reicht das Geld. Wieder einkaufen gehen. Bam! Jetzt kaufen wir die hässliche Capri-Hose. Bam! Mehr mussten wir nicht kaufen, ne? Nee. Ist aber auch schon ganz schön Bücher viel. Oder so. Bücher werden überbewertet. Bücher braucht man gar nicht. Die frisst jeden Abend auch Chips in sich rein, ne? Ja. Ja, kannst lesen. Hey, Merui, was gibt's? Ich bin bloß vorbeigekommen, um zu Mittag zu essen und dir beim Spielen zuzusehen. Ich mag deine Hose. Ist die neu? Ja, ich habe sie erst gekauft. Cool, sie steht dir. Ich finde, der reifere Look steht dir gut. Na toll. Was für ein Event. Ja. Ja, jetzt können wir eigentlich nur Geld verdienen, ne? Jetzt mittlerweile mit unserem sozialen Status. Oh, das ist, glaube ich, neu. Er schmeichelt nur. Was sagen unsere Stats? 50 sozialer Ruf, einmal noch. Noch einmal Hartz IV TV. Nee. Madre. Wir haben ordentlich Geld. So, das zweite ist Network Rap, also im Stings. In die Sporthalle gehen. Und der winkt dir jedes Mal aufs Neue zu. Also es ist echt unglaublich, oder?
Schön, ich kann immer das unterste anklicken. Muss ich nicht lange überlesen oder lesen, jetzt einfach immer nur klicken. Das ist, glaube ich, auch neu. Ja, du warst eine neugierige kleine Wichtigtourin in letzter Zeit, nicht wahr? Eine neugierige Wichtigtourin klingt redundant, Alistair. Mehr hast du nicht drauf, du Schweinebacke. Hey, Rui! Oh. Ja, das kennen wir schon. Er hat uns jetzt nur signalisiert, dass wir ihm so allmählich auf die Schliche kommen. Ja. Der Unterricht war wie immer langweilig. Wir gehen in die Sporthalle. Und Derek winkt uns wieder begeistert zu. Wir helfen wieder der Schule. Reden mit Travis. Der ist jetzt gemein zu ihr. Direkt zur Arbeit natürlich. Ja. Wir wollen ja hier unserem Derek nicht fremdgehen. Jetzt können wir mal gucken, ob wir neue E-Mails haben. Okay. Wir müssten, glaube ich, noch einmal im Netz surfen, oder? Oh, noch ein paar Mal mehr. Jetzt? Noch einmal noch. So, und der Rest geht an Intelligenz. Kenne ich jemanden, der spielt, aber er ist ziemlich nett zu mir. Kann das auch? Er spielt wahrscheinlich nur mit deinen Gefühlen. Du solltest nicht so gleichgläubig sein. Wovon sprichst du? Nichts. Tut mir leid. Schon gut. Ich habe dich nie zuvor wütend gesehen. Ich mag es nur nicht, wie er dich behandelt. Ich auch nicht, aber keine Sorge. Ich werde etwas herausfinden. Aber im Moment bin ich nur hier, um mich zu entspannen. Den Rest kennen wir. So, Intelligenz müssen wir nur auf 17 kriegen. Ja. Wir hatten das mit den Good Grades noch gar nicht. Wir sollten vielleicht nochmal ins Einkaufszentrum gehen. Mit was für einem? Dass wir ihm gute Noten wünschen. Ah, fuck. Ah, oh, hab es schon. jetzt kommen wir, jetzt unterhalten sich beide darüber, dass sie so schlechte Noten haben. Ja, das ist neu. Darum mag ich es, Zeit mit dir zu verbringen. Du behandelst mich wie eine normale Person, anstatt zu versuchen, all die Dinge aufzuzählen, die ich gemacht habe. Alter, Junge. Tut mir leid. Ich bezweifle, dass du das wirklich hören willst, ne? Nein, das ist es nicht. Ich bin froh über alles, was du magst, mit dir zu reden. Naja, das kennen wir, glaube ich, schon. Viel, bla bla bla. So, dass er gute Noten bekommt und weiter geht's. So, jetzt müssen wir nochmal lernen. Die Sporthalle? Den Rest haben wir, ne? Ja. Ist ja jetzt auch irgendwie Ende. Ah, okay, nochmal. Yo! Hey! Ey, was gibt's? Nicht viel. Ich habe dich nur gesehen und dachte, ich sage mal hi. Kein Training heute? Gar keins. Was hast du vor?
Bloß ein Schaufenstermummel. Ich bin ein wenig knapp bei Kasse, also werde ich auf mein Taschengeld warten müssen. Du musst deine Noten verbessern, hm? Nö, meine Eltern geben mir eine Pauschale. Oh. Du bekommst dein Taschengeld nach Noten? Ich kann mich nicht beschweren. Schließlich bekommen eine Menge Leute gar kein Taschengeld. Aber du siehst nicht sehr glücklich darüber aus. Jetzt, es kommt mir so vor, als denken sie, ich wäre nur etwas wert, wenn ich gut in der Schule bin. Das kann nicht stimmen. Ich weiß, ich weiß. Wie ich gesagt habe, so kommt es mir halt vor. Es ist bloß, dass ich so hart arbeite, aber scheint nie genug gut genug zu sein. Sie verhalten sich, als wäre es normal für mich, gute Noten zu bekommen oder einen hohen Punktestand zu erzielen. Naja, du bist wirklich ein beeindruckender Typ. Du lässt es so leicht und natürlich aussehen. Was? Achso. Wäre sicher schön, wenn das alles so natürlich kommen würde. Ich arbeite wirklich hart für alles, für das alles, weißt du? Und es wäre nicht schlecht, ab und zu ein paar ehrliche Glückwünsche zu hören. Vielleicht denken deine Eltern, dass du bereits weißt, wie großartig du bist. Du findest mich großartig? Nun, du bist ein fleißiger Arbeiter, oder? Das ist beeindruckend. Und ihr seid beide strunzdumm. Danke. Deine Eltern müssen stolz auf dich sein. Sie wissen wahrscheinlich nur nicht, wie sie es sagen sollen. Naja, sie reden wirklich über mich die ganze Zeit mit ihren Freunden. Na, siehste. Aber es scheint, als wäre alles, was ich je zu hören bekomme, dass ich es besser machen soll. Es könnte ihre etwas fehlerhafte Weise sein, zu versuchen, dich zu ermutigen. Eltern wissen oft nicht, was sie sagen sollen. Sie ist voll die Elternversteherin. Die sind schließlich auch Menschen. Du klingst, als wüsstest du eine Menge über das Thema. Aha. Ja und nein. Ich schätze, der beste Weg, es zu erklären, ist, dass meine Eltern und ich viele Streitigkeiten hatten. Aber wir tragen uns auch immer... Langsam wird man echt doof. Aber wir vertragen uns auch immer wieder. Letztlich sind wir alle bloß Menschen, die versuchen herauszufinden, wie man lebt. Weißt du überhaupt, wie erwachsen du gerade klingst? Ich? Erwachsen? Niemals. Ich werde für immer ein Kind bleiben. Wir beide. Du siehst viel glücklicher aus. Weil ich es bin. Mit dir zu reden hat wirklich geholfen. Derek schaut auf sein Handy. Sieht aus, als müsste ich bald nach Hause. Als er geht, dreht er sich um und schaut mich über seine Schulter an. Danke. Jederzeit. Ich spiele gern den Psychiater für dich. Bloß nicht so intelligent für ihn werden. Sie war unvorbereitet und man ist. So. Countdown. Wir sagen Derek. So, dann wollen wir mal. Hey Merui, willst du heute beim Training zusehen? Eigentlich nein. Ich wollte dich etwas fragen. Was gibt's? Du bist Alistair, oder? Du hast mich geschnappt. Ich habe eine Weile selbst an mir gezweifelt, weißt du? Oh, also habe ich dich reingelegt. Du Idiot! Warum bist du so stolz, du selbst zu sein? Was machst du da? Ach, tut mir leid. Ich wollte dich nicht wütend machen. Ich mache nur einen Scherz. Das Spiel kann man auch zu zweit spielen. Ich lächle ihn stolz an und er lacht und schüttelt seinen Kopf. Toll, ich hab's nicht gesehen. Hahaha, du gewinnst. Du hast herausgefunden, wer ich bin. Und sogar noch mehr. Nee, und sogar noch mehr. Ich glaube, ich mag dich wirklich. Oh, wirklich? Ja, am Anfang habe ich nur irgendwie herumgespielt. Aber dann habe ich es ernst mit dir gemeint. Du warst so fröhlich und ehrlich und würdest mich tatsächlich gern. Warum hast du es also getan? Du meinst, deinen gesegneten Stein gestohlen?
Ja. Weil ich ein Idiot bin. Ha? Ich hatte gerade einen Vortrag von meinen Eltern bekommen, die sich beschwert haben, dass ich nicht gut genug in der Schule bin. Ich war wütend auf sie. Also habe ich mich bei Rivenwell Online eingeloggt, um Dampf abzulassen. Du wärst die erste Person, auf die ich getroffen bin. Als ich bemerkt habe, dass du das süße Mädchen warst, das ich in der Schule getroffen habe, bekam ich Angst. Ich dachte wirklich, dass du mir etwas antun wirst. Du bist wirklich eine imposante Person, weißt du? Das höre ich öfter. Wenn es für dich okay ist, würde ich gerne mit dir ausgehen. Richtig, dieses Mal. Ich weiß nicht. Ich könnte immer noch einen Groll gegen dich hegen. Kann ich denn tun, um es wieder gut zu machen? Überrascht mich. Derek grinst zufrieden und schließt seine Hände um meine Taille. Er zieht mich näher an sich heran. Oh mein Gott. Er gibt mir einen festen Kuss auf die Stirn. Überraschend genug? Das wird genügen. Hätte nicht gedacht, dass du mir tatsächlich vergibst. Wer sagt, dass ich dir vergeben habe? Ich stoße ihn aufziehend in die Seite. Du wirst das wieder gut machen müssen, indem du der beste Freund auf der ganzen Welt bist. Damit kann ich leben. Alistair ist deinem Team beigetreten. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Danke fürs Theo hasst Spiel. uns dafür und der andere hat uns gar nicht wahrgenommen. Ja, ich warte vor der Sporthalle, als Dereks Team ihr Basketballteam-Training beendet. Als sie gehen, begrüßen mich ein paar der Jungs. Sie haben sich bereits daran gewöhnt, mich hier zu sehen. Ich Jeden nicke Tag ihnen da, ne? zu, als ich die Gruppe nach Derek absuche. Ist der noch nicht in der Sporthalle? Bevor ich mich umdrehen kann, halten mich ein paar starke Arme fest. Kann ich Ihnen behilflich sein, Miss? Derek küsst mich sanft auf den Kopf. Ich suche nach meinem Freund. Vielleicht können Sie mir helfen, ihn zu finden. Weiß nicht. Können Sie ihn mir beschreiben? Naja, er ist so groß wie Sie, sehr attraktiv, gut im Basketball spielen. Und er kann sehr süß sein, wenn er will. Ich fürchte, so einen kenne ich nicht, aber er muss ein glücklicher Typ sein, ein so tolles Mädchen wie sie zu haben. Das sage ich ihm auch immer. Derek lacht und küsst mich wieder. Oh mein Gott. Nun, dieser glückliche Typ wird sich jetzt umziehen. Hast du Lust, danach ins Einkaufszentrum zu gehen? Für einen kurzen Moment habe ich gedacht, hast du Lust, Willst du kommen? mitzukommen? Bist du sicher, dass das okay ist? Ich dachte, du hättest heute Abend ein Spiel. Habe ich. Ich will nur vorher im Brunnen etwas wünschen. Denkst du wirklich, ein Brunnen wird dir helfen zu gewinnen? Als ich mir das letzte Mal etwas gewünscht habe, ist es in Erfüllung gegangen. Oh, was hast du dir gewünscht? Ach, Derek beugt sich herunter, um mir etwas ins Ohr zu flüstern. Das war gruselig. Ja, damit haben wir dieses großartige Spiel beendet, was wir auf Anhieb voll in den Sand gesetzt haben. Der gesamten Gänze und Fülle Ja. und Tolligkeit. Wir hoffen, ihr habt euch nicht allzu sehr mit uns gelangweilt und ja, vielleicht, wenn das hier guten Anklang gefunden hat, machen wir noch mal irgendein anderes Let's Play. Also, wenn ihr wollt, dass wir mehr unseren produzieren, fleißig auf YouTube unsere Videos angucken. Ja. Ja, That's wir it. hatten unseren Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Jo. 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 Besucht mal unseren Blog. Ja, lohnt sich. Lohnt sich. Lohnt sich. Finden wir gut. Und vielleicht trefft ihr da auch direkt wieder. Man weiß es nicht. Vielleicht schummel ich ihn in den Hieder. Was? Ja, Tanzt er bevor dich wir. dann da an, oder was? Ja, genau. Der tanzt dann so im Kreis rum um die Kami. Immer Um schön um dich meinst Kami, jetzt du? starrt dich an. Nein, dich starrt Yashiro an. Und Alistair, wie heißt er? Und Travis sitzt irgendwo in der Mitte und denkt nur, what the fuck, was für Nulpen. Na gut.
sei es wie es sei, ich bin gespannt, ob überhaupt irgendwer alle Videos angucken wird. Vermutlich eher nicht. Und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.